Ihr sucht nach einem System, mit dem ihr euren WooCommerce-Shop anbinden könnt oder ihr habt vor, WooCommerce einzusetzen in eurem Unternehmen, braucht aber dazu eine E-Commerce-ERP-Lösung. Nach dem Intro erfahrt ihr mehr. Freunde des E-Commerce, mein Name ist Aljo Kasi, ich bin Inhaber der E-Commerce-Agentur eBayQ. Ich bin heute zu Gast bei Vario, sitze neben Hendrik Schneider aus der Führungsebene, hatte ich ein bisschen Zeit genommen, um mit uns über die Schnittstelle zu sprechen zwischen WooCommerce und Vario. Ihr habt eine Schnittstelle. Genau, wir haben eine Schnittstelle, die klassische Schnittstelle erstmal von WooCommerce betrifft. Es gibt ja viele Extensions, da muss man halt immer schauen, wie passt das dann auch an die Anbindung, welche Daten können übergeben werden. Das ist für uns eigentlich die größte Herausforderung bei der WooCommerce-Schnittstelle, da eigentlich nichts wirklich Standard ist. Ja, eigentlich, WooCommerce ist ja eine Extension von WordPress, also irgendwie ein Blog. Aber ist ein Shop-System, man hat halt immer so ein bisschen Probleme. Also was wir so im täglichen Agenturgeschäft so erleben, sind natürlich die Nordamerikaner haben natürlich eine ganz andere Rechtslage. Ja? Beispielsweise Grundpreise oder hier oder da. Das ist bei denen so ein bisschen anders. Das heißt, man muss dann halt eine deutsche Extension dazu kaufen, damit das Ganze Germanized. Und da fängen ja schon die Herausforderungen für ein E-Commerce-ERP-System an. Ich hole mir dieses Plugin, hole mir ein SEO-Plugin, hole mir ein Germanized-Plugin, hole mir noch ein Plugin und habe dann einen Wust voller Plugins. Und dann will ich mein E-Commerce-ERP-System anbinden und mein E-Commerce-ERP-System muss auch verstehen, was ich da bei WooCommerce gemacht habe. Und da sehe ich die Herausforderung. Ja, für uns auch extrem wichtig, dass wir überhaupt an Daten kommen. Also bietet mir dieses Plugin überhaupt die Schnittstelle? Das haben wir auch schon oft erlebt, dass das gar nicht möglich ist, dass wir die Daten gar nicht bei uns reinbekommen und dann ein bisschen Rätsel raten ist. Das ist ja auch nicht das Ziel der Sache. Deswegen sagen wir den Standard, das Standard-WooCommerce-Plugin, das unterstützen wir. Und dann muss man halt wirklich von Fall zu Fall unterscheiden, was da geht. Unterstütze ich das komplett, das heißt beispielsweise Staffelpreise und Grundpreise und sonstiges, könnt ihr das alles über Vario steuern? Kommt auch wieder auf die Details an, weil da auch eine große Frage ist mit den Steuersätzen. Also das haben wir auch gemerkt, mehrere Steuersätze mit den Staffelpreisen. Ja, kommt darauf an, wie sie halt gepflegt sind. Also wir können sie jetzt nicht aus dem WooCommerce runter übernehmen, sondern wenn, müssten wir sie befüllen. Aber da, wie gesagt, WooCommerce individuell anschauen, wie wir es lösen können. Okay, WooCommerce ist ein Shop-System, womit viele ERP-Hersteller ein Problem haben, besser, was heißt Problem, Herausforderungen haben, weil es halt so individualisiert ist. Aber der Standard wird meistens immer unterstützt. Und das heißt, wenn man aus dem Standard herauskommt, muss man sich natürlich abstimmen mit Vario in dem Falle. Die haben sehr viele Projekte da unterstützt und haben da auch ganz viel individualisiert für Kunden. Nur letztendlich, es ist eine Herausforderung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Ali. Ciao.